So, wir sind wieder da und wir kämpfen jetzt gegen die Java, der sofort mit dem Tauboss auf Level... Oh, fick dich anfängt, ey. Wir haben keine wirklich effektive Attacke gegen ihn. Der Critical Hit, das ist schon mal ein guter Start. Federtanz. Meine Attack fehlt, das ist mir egal, weil ich mit... Ja! Oh Gott, er ist schon mal weg, Alter. Erstes Vieh. Jetzt kommt Simsala, oder? Ja. Was mache ich gegen Simsala? Was hat er denn noch? Wartet mal kurz, ich muss mal kurz wegschieben. Er hatte noch einen Rizeros. Wie sieht's denn aus? Ich werde die erste Attacke leider abkriegen. Ja, wow, 21, du bist sowas von... Ne, das sind die EVs wieder, ich bin schon wieder falsch. 73. 121, ich muss zu Aquana wechseln. Ich habe nichts mehr zum Wiederbeleben, ne? Das ist das Problem. Aquana darf nicht sterben, ich brauche sie noch. Recover ist schlecht, das kann er gut gern einsetzen. So, Biss. Reflect, das ist... glaube ich auch uninteressant, das macht nämlich jetzt gegen nicht physischen Schaden. Und nochmal Biss, komm. Oh Gott, Psychokinese, aua. Ja, um meine Spezialverteidigung noch runter. Danke. Aber nochmal ein Biss. So, damit ist er auch schon mal weg. So, zwei tot. Puh. Jetzt kommt das Rhinoceros. Ich dürfte schneller sein und eine Hydropumpe dürfte das auf jeden Fall ausnocken. War risikoreich, weil es hätte nicht treffen müssen. So. Jetzt kommt damit ein Kokowai an. Da wäre auch wieder. Er ist Pflanze, Psycho, Biss effektiv. Ach, bin wieder da. WB. Das zweite Pokémon ist tot. Hast du es geschafft? Ich habe drei tot. Oh Gott, Giga Drain, tut perfektiv. Das tut weh. Aber nein! Du kannst doch nicht messen, du Hurensohn! Oh mein Gott. Nein, mein Aquana ist tot. Scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. Obwohl, ich brauch's, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr, ne? Ich brauch's auch nicht. Ich brauch nur meinen Glurak. Mein Glurak ist einfach OP, like shit. Aber jetzt hole ich mir erstmal das Wasser-Pokémon, weil er super... Oh, mein Glurak ist OP, like shit. Und schon fällt's tot um. Bumm. Okay, ich schaff das. Und nochmal bis, dann hab ich's kaputt. Okay. Ha. Zwei Pokémons noch. Nein, Takedown. Oh, shit. Stirb dran. Was kommt jetzt? Garados. Was? Es ist nicht gestorben. Gegen Garados habe ich wieder nichts, Alter, ey. Ja. Oh, shit. Jetzt hätte ich doch nochmal meinen Aquana brauchen können. Gegen Garados, okay. Ja, weil er dann keine Wasserattacken machen kann. Obwohl, er kann wahrscheinlich wieder Hyperstrahl und so ein Kacken, ne? Warte, so. Akanine, was ist das denn? Feuer-Pokémon, okay. Konzentration. So, erstmal Bag. Und dann, Bernie, was habe ich hier noch? Full Restore 2. Ist not very effective für das, dachte ich mir schon. Trash. What the fuck, man? Was brauche ich denn gleich noch? Der full Restore. Danach nur noch Feuer-Pokémon. Oh. Nur noch Feuer-Pokémon? Bei mir, bei dir hat er nur noch Turtok danach. Och, du bist ein kleiner Hurensohn, da wechselt er mein Pokémon aus. Egal, erstmal raufhauen. Das hat nichts wird damit. Dengar, du bist dran. Komm weg. Gut. Er holt das Garados wieder raus. Ah, ich bin so fucking nervös. Psychokinese. Oh Gott, das macht alles keinen Schaden. Surfer. Pum. Super effektiv. Ich mache keinen Schaden auf ihn, Kacke. Was? Wie wenig Schaden macht das denn bitte? Ist der Junge besoffen? Bitte wechsel wieder. Flamethrower. Nein, bitte töte es nicht. Bitte. Oh, scheiße, er krittet auch noch. Hurensohn. Oh, ich hab sein Garados tot. Oh, nur noch ein Pokémon. Drei hat er bei mir noch. Surfer. Glurak, hi du Wichser. Friss meine Psychokinese. Flamethrower, bitte nicht viel. Oh ja, deine Spezialverteidigung klingt sehr gut. Very effective. Feuerblast. Au! HP, Entschuldigung. Nein. Der hat gerade instant mein Pokémon getötet. Oh Gott, Vulnona, du bist so im Arsch. Du hast einfach nichts gegen ihn. Revive. Java-Mann, komm zurück, mein liebes Java-Männchen. Was zur Hölle? Nerf comeback. Okay, I get this. Nein, ich glaube, ich habe verloren. Naja.
Tag Mist. WhatsApp meldet sich. Ja, WhatsApp meldet sich, da hast du genau recht. Oh shit, er überlebt. Ja, oh shit! Nein, ich kämpfe gleich nur noch gegen sein Dings. Ich hab so eine Angst. Komm, mach nochmal Fireblast. Ich kämpfe nur noch gegen sein Dings. Ja, ich hab verloren, Alter. Scheiße! Gegen letzte Pokémon, was kaum noch HP hat, ey. Okay, back. Full Restore. Erstmal Garados hochhauen. Gut. Das macht immer 40 Schaden, ja. Hat der noch 40 HP? Ich glaube nicht. Was? Okay, Garados. Hä, warum habe ich Garados? Oh mein Gott, bin ich kacke. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es gerade verloren. Fire Spin. Ich habe gewonnen. What the fuck? Das Glurak ist ungefähr... Warte mal, welches Level war jetzt das Glurak? Ich gucke jetzt nochmal kurz nach. Das Glurak war Level 63 und ich habe jetzt gerade mit dem Level 40er Pokémon besiegt. Ich war 23 Level da drunter. Ja, das Level up hast du dir verdient, Dragonier. Oh, it can't be. It's not where... Oh, nein. Gut, Dragon Rage. Why? Why did I lose? I never made any mistakes raising my Pokémon. Oh, ich verliere es. Ich würde jetzt gerne bei dir zugucken, aber ich kann nicht. Mann. Oh. Oh mein Gott, bitte mach viel Schaden. Okay, es ist. Nein, schaff das niemals. Mann! Wo sind meine ganzen Revives hin? Es ist so dumm. Er hat beim letzten Pokémon überlebt und zwar übelst lucky. Hätte ich equipped gehabt, wäre er halt wirklich tot gewesen. Ich hätte auch einen Beleber am liebsten noch wieder gehabt, weil ich gerne meinen Aquana oder meinen Vulnola nochmal wiederbelebt hätte. Ich hatte halt meine ganzen Beleber waren weg. Es ist richtig dumm. Ich verkaufe jetzt mal den ganzen Schmarrn und kaufe mir vernünftige Sachen. Flup, ja, super Sache. Man wird am Ende einfach nur ins Haus der Eltern geportet. Heiliger Mist. Sehr weg. Abner Professor Eich und den nationalen Pokédex holen. Gib ihn mir, Arschloch. Was? Geht nicht? Hey, was? Düm. Ey, geh mal weg da, ich will den Pokéball. Ja gut, aber wie kann ich denn jetzt auf die anderen Islands? Frage ich mich gerade. Ich dachte, ich krieg das alles von denen. Das ist etwas, was ich mich gerade frage. Wie komme ich denn jetzt auf die anderen Islands? That's a little bit stupid. Was ist denn, wenn ich hier nochmal anfrage? Hallo, mein Freund. Jetzt fragt er mich, ob ich die Sache machen will. Far away. Catch for a worker and means gemstones. Support to be one on island one before no one it. Also, er sucht jetzt den Stein, den roten, den ich ja schon mal angesprochen hatte. Boah, hör auf zu laggen. Ernsthaft. Oh, Alter, wir haben es geschafft. Wir haben die Top 4 durch, Leute. Den ersten Durchgang. Ich, ganz ehrlich, ich bezweifle jetzt, dass ich den zweiten machen möchte, weil ich weiß, dass sie danach stärker sein werden. Deutlich stärker. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich in den Glutberg? Oder wo kriege ich die Kacke her? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt hier rein? Ne, das ist ja ganz falsch hier. Das hier bringt mir ja gar nichts. Dann surfe ich immer noch höher. Weil hier gibt es, glaube ich, auch Lavados. Okay. Was? Ich habe gerade gedacht, ich war hier schon. Weil er jetzt nicht kämpfen wollte. Aber anscheinend wäre er es doch. ja. Hi. Was hab Psycho? Und tot. Level 51. Yay. Boah, die zweite Runde gegen die Top 4 will ich gar nicht machen. Weil ich sehe schon die Level von den Rivalen gerade. Der ist dann nämlich auf Level 75. Also sein letztes Pokémon. Das Glurak, was wir gerade noch besiegt haben. LP Marvel ist jetzt offline.
Also scheint uns das Marl für den Rest dieses Partys nicht zu begleiten. Denk ich mal, er scheint gerade irgendwie Stress zu haben. Wasserdrache. Gut, können wir auch irgendwann. Ich war einfach nur angekotzt, dass ich gestorben bin. Weißt du, was das Schlimmste war? Dass ich aus Versehen falsches Pokémon geheilt habe. Damn. Das war das Bitterste. Und mit Abstand. Egal. Naja. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Jo, ich mache den Part erst noch voll. Das sind noch ein paar Minuten, 5 Minuten. Gut. Dann nehmen wir am Wochenende weiter auf, würde ich sagen. Sonntag oder so. Ja, man hört sich, ne? Jo. Ciao. Ciao. So. Geh mal kurz. Zack, hab jetzt bei Marl mal aufgelegt. Da er sowieso gerade mehr oder weniger recht viel Stress hat. Ich glaube, wir müssen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich gehe jetzt einfach mal da hoch Richtung Berg. Weil, ja, weil da halt nichts ist. Im Endeffekt. Also, weil da schon was ist, da müsste in die Höhle sein. Nein, ich meine. Weil ich da noch nicht war, weil die ganzen Trainer hier leben noch. Daher gehe ich mal davon aus, ich war da noch nicht. Und trainiere unterwegs mein Dragonier ein bisschen. Was sich das Training wirklich regelrecht verdient hat. Ich würde gerne echt wissen, wie viel HP dieses scheiß Glurak noch hatte. Weil Dragon Rage macht, so wie ich das verstanden habe, immer 40 Schaden. Und es ist halt genau daran verreckt im Endeffekt. Oh Gott. Glück im Unglück, oder wie nennt man sowas, ey? Ja, überlebst halt. Zweimal wohl bemerkt. Supersonic, das macht, glaube ich, auch immer eine bestimmte Anzahl an Schaden, oder? Ich glaube, immer 20. Ah, ne, das ist das mit der Verwirrung. Okay, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich habe zu spät realisiert, dass ich verwirrt bin. Mist. Egal, dann kriegst du noch ein bisschen Training. Mach direkt einen Critical Hit. Heftig. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir die Top 4 beim ersten Mal schaffen, muss ich ehrlich zugeben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer geglaubt hat, dass ich das wirklich noch schaffe in der Top 4. Vor allem noch gegen meinen Rival, gegen die Java. Also ich muss ehrlich zugeben, ich nicht. Alter Schwede. Ah, ich komme immer noch nicht ganz. Also ich komme immer noch nicht drauf klar, Leute. Ehrlich nicht. Das war wirklich. Mama mia, du. So. Dim. Aber ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Was, ich will Explosion nicht lernen. Das ist eine Kackattacke. So. Ja, hier ist die Mocket, hier brauchen wir ein Passwort, um da reinzukommen. Ich glaube, das Passwort war irgendwie Arbok oder Rettern oder so. Oh, jetzt müssen wir erstmal kämpfen. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber egal. Wie gesagt, ich bin froh, die Top 4 geschafft zu haben. Damit habe ich für mich den größten Schritt hinter mir. Und den schwierigsten. Jetzt schon reflective. Leute, was ist ein Geweiher? Geweiher gibt es doch erst ab der 6. Generation, oder sehe ich das falsch? It's super effective. So. Oh Gottchen, ey. Machen wir den jetzt auch noch. Weil sonst vergesse ich den zu machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also den mache ich jetzt noch fertig. Und dann sehen wir uns erst im nächsten Part. Ich brauche auch eine Pause. Ratata. Oh, ich beiß dich einfach. Critical Hit. Stufe 35 sind sie jetzt hier erst wieder. Oh, ich hätte hier vorher hingehen sollen. Viel früher schon. Ach stimmt, das sind diese Wasserläufer, die Geweiher. Ich habe sie jetzt mit diesen Rentieren aus der 6.
diese Hirsche aus der 6. Edition verwechseln, aus der 6. Generation verwechseln. Die Geweiher sind ja diese blauen Wasserläufer da. Du kriegst einen Surfer ab. Für den eher witzig mit den riesigen Kopf und den kleinen Beinchen. Oh Gott, wie viele LP anscheinend im Bett sind. Da ist auch noch ein Lenny-LP. So. Team Grant, ja. Damit hätten wir euch besiegt. So, bringt uns das hier drin eigentlich schon irgendwas? Wir müssten jetzt eigentlich schon die ersten neuen Pokémon kommen. Momentan kommt hier gar nichts. Ah. Genau. Ein Schneckmark. Und davon dürften jetzt mehrere auftauchen, also von so neuen Pokémons. Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Und hier kommt ein Stärke-Rätsel. Wie es aber weitergeht, sehen wir dann erst im nächsten Part. Ich bleib jetzt hier stehen. Verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.